Naja, klar bin ich enttäuscht. Aber aus meiner persönlichen Sicht haben wir eigentlich die Meisterschaft letzte Woche verloren. Wir haben letzte Woche als Favorit nicht gewinnen können in Grisern. Wir haben zu viele Punkte liegen lassen. Wir haben an zu vielen Stellen nicht das Optimum rausholen können letzte Woche. Und das hat uns letzte Woche halt schon ins Hintertreffen gebracht. Wir haben gewusst, in der Rückrunde wird es eher schwieriger von der Aufstellungskonstellation her. Deswegen war ich jetzt heute auch nicht mega überrascht, wo ich die Aufstellung von Ihnen gesehen habe. Und habe eigentlich auch gesagt, okay, wir brauchen wirklich explosive Leistung, eine Leistungsexplosion, so muss ich sagen, damit wir eigentlich heute gewinnen können. Dann verlieren wir im 61 und im 97 sicher höher als erwartet. Ich denke auch für Grisern war die Siege höher als erwartet. Und dann muss man einfach sagen, war ich zur Pause Mission Impossible angesagt. Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft. Sie in der zweiten Hälfte 4 Kämpfe gewinnen können von 5. Dass wir die Kampfbilanz wenigstens noch ausgleichen haben können. Ich denke, wir haben im Publikum auch in der zweiten Hälfte noch spektakuläre Kämpfe geboten. Für mich Jonas Bosser, sensationelle Leistung wieder. Aber auch Mansur, Tobi, Michi mit sehr guten Kämpfen durch. Also im Endeffekt muss man einfach sagen, Grisern war dieses Jahr das Stück besser. Sie haben verdient Meister gemacht. Wir können mit erhobenem Haupt aus der Halle gehen. Wir haben gegen einen absoluten Champion heute und letzte Woche verloren. Und ja, das Ergebnis lügt nicht. Und von dem her herzlichen Glückwunsch nach Grisern. Persönlich sehe ich eigentlich den Dreikampf zwischen Freiamt Grisern und Willisau nicht beendet, sondern der wird sich weiterentwickeln. Jetzt ist halt wieder Grisern der Gejagte und nicht mehr mir. Und wir werden ab Januar uns wieder vorbereiten und nächstes Jahr versuchen, den Titel zurückzugewinnen natürlich.